Die Hinterlassenschaft des Konfliktes zwischen Papst und Kaiser war, dass das Kaisertum nachhaltig beschädigt war. Die Fundamente der Monarchie waren brüchig geworden. Treue verlor ihren Wert. Der Bann wurde zum allgemeinen Mittel. Nach der Rückkehr nach Deutschland war die Adelsopposition an der Reihe. Auf dem Mainzer Reichstag von 1085 ließ der Kaiser zahlreiche gregorianische Bischöfe absetzen und exkommunizieren. Umgekehrt wurde sein getreuer Herzog Wratislav von Böhmen zum König von Böhmen erhoben. Gegen König Hermann von Salm wurde zur Flucht gezwungen. Er kehrte zwar zurück, spielte aber keine Rolle mehr. 1088 fiel er in einer unbedeutenden Fehde. Andere Gegner starben auch. 1088 wurde Urban II. Zum Papst gewählt. Er war ein Meister der Diplomatie und setzte die Kirchenreform fort. Allerdings gab es in Rom noch Papst Clemens III., der von Heinrich nicht fallen gelassen wurde. Damit wäre ja auch seine Kaiserkrönung in Frage gestellt worden. 1090 brach Heinrich IV. Wieder nach Italien auf. Dort ging er zuerst gegen Markgräfin Mathilde vor. Vor Canossa kam 1092 der Feldzug zum Stehen. Das wäre noch verkraftbar gewesen, doch stellte sich nun Heinrichs Sohn Konrad gegen den Vater. Er war schon 1087 zum König gekrönt worden und wurde 1093 unter Einfluss Mathildes zum italienischen König gekrönt. Heinrich sah sich nun mit vielen Gegnern gegenüber, zumal auch Papst Clemens III. Wegen Simonie zu einer Synode verurteilt wurde. Dazu noch wurde der Kaiser bloßgestellt. Seine Ehefrau Praxedis, Tochter des Großfürsten von Kiew, erschien und erhob öffentlich Anklage gegen ihren Gatten. Er soll sie zu höchst unsittlichen Handlungen gezwungen haben. Kurz darauf verbündete sich Konrad mit Papst Urban II., der ihm eine Ehe vermittelte. Der Kaiser schien besiegt. Urban II. Ging daher nach Frankreich, um auch dort den König zur Anerkennung der päpstlichen Vorrechte zu zwingen und die Kirchenreform mit Ende der Laieninvestitur voranzutreiben. Höhepunkt der Synode von Clermont im November 1095 war schließlich eine Kreuzzugspredigt. Dort machten sich Tausende unter der Devise Deus lo vult zum ersten Kreuzzug auf, der 1096 begann.